ich habe die Daten rausgesucht, wir können weiterfliegen. Ah, jetzt machen sie sogar automatisch die Descent Preparation Checklist. Perfekt, Seatbelts werden. Receive. Standard. Landing Elevation. Set. Decision Height. Set. Das war's auch schon von der Checklist und wir gehen jetzt hier mal zum MCDU. Sinkflug beschleunigen. Initiate Descent. Radar Tilt. Okay, jetzt sind wir beim Descent. Mussten wir erst noch aktivieren. So, wir können auch mal auf der Karte ein bisschen wieder ranzoomen. Na, so weit auch nicht. So ist gut, da sehen wir noch EDTS. Und wir öffnen jetzt mal das MCDU, gehen auf RAD-NAV, also Radio und NAV. Hier müssen wir bei ILS-Frequenz, da haben wir einmal die, das jetzt schön einzugeben, 110,9, da muss man jetzt nicht irgendwie mit dem Rädchen da hin und her drehen, bis das ordentlich passt, sondern man gibt es einfach ein. Und beim Kurs haben wir 73. Man muss jetzt auch nicht ja irgendwie gucken, ob man vielleicht sogar noch irgendwas aktivieren muss. Nein, einfach nur das hier eingeben, fertig, das war's auch schon. Die Send-Checklist, da sind wir im Moment dabei. Das ist die aktive, links. Und ja, bleiben wir bei zweifacher Geschwindigkeit. Wenn man hier das, sich gekauft hat, Airbus Extended, das hat man ja einmal das Handbuch dabei und dann gibt es noch ein paar Handbücher, die man halt dann, wie nennt man das, die halt noch hier als PDF genau dabei sind. Da gibt es insgesamt dann, also insgesamt gibt es 6 Handbücher. Eins ist noch das Volume 1, also das erste Handbuch ist halt nochmal hier gedruckt im Heft drin und die anderen sind nochmal als PDF verfügbar. Und da gibt es dann noch einmal hier das letzte, Volume 6, das ist Step by Step, also ist ein sehr detaillierter beschriebener Flug, dem Sie zur Übung folgen können. Den habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich bin als Übung mal von Frankfurt nach Frankfurt-Hahn geflogen, eine relativ kurze Strecke. Das ist jetzt schon deutlich länger, diese Strecke, dieser Flug hier, weil bei Frankfurt-Hahn, da war ich auf 6000 Fuß, muss gleich wieder sinken, also von Frankfurt nach Frankfurt-Hahn 6000 Fuß und bin gleich wieder gesunken. Und ich glaube, das ist sogar hier in der Nähe von Frankfurt-Hahn, ne? Da haben wir EDDF. Da geht's hier in diese Richtung, ist EDDF irgendwo. Und das, ja, auf jeden Fall Frankfurt-Hahn liegt nicht weit entfernt davon. Und ja, das habe ich kurz mal so zum Einflug gemacht und danach habe ich dann, machen wir jetzt diesen Flug halt hier. Und ich habe mir überlegt, ob ich diesen Step-by-Step-Flug erst nochmal selber mache vielleicht. Und dann mache ich den nochmal mit euch. Der geht von Frankfurt nach Innsbruck, glaube ich. Wäre vielleicht auch ganz interessant. Und muss ich mir überlegen, vielleicht machen wir den zusammen dann nochmal. Aber ich wollte ihn vielleicht nochmal machen unbedingt, damit wir... Also ich wollte eigentlich wirklich mal, als nächstes wahrscheinlich nach diesem Flug mache ich den dann mal. Ja, wir haben jetzt hier halt schon mal so die wichtigsten Sachen kennen wir ja jetzt hier schon, um einfach mit dem Flugzeug zu fliegen. Aber vielleicht, da lernt man nochmal was dazu, denke ich mal, bei dieser Step-by-Step-Flug, weil da wirklich alles beschrieben ist und so. Und es gibt ja halt diese Möglichkeit hier, dass man hier Flightplan und dass man hier dann wirklich hier immer so Wegpunkte eingibt und dann fliegt das Flugzeug nach diesen Wegpunkten. Da muss man nicht mehr selber hier am per Heading und sowas eindrehen, was man vom Fluglotsen zugewiesen bekommt, sondern es fliegt dann nach diesem Wegpunkt. Dann kann man am Ende dann ILS auswählen, eine Landebahn von dem Flughafen, wo man hinfliegt, und dann ja, geht das Ganze so und dann hat man hier auch die Wegpunkte, dann sieht man hier also auf dem Bildschirm hier und dann fliegt das Flugzeug genau auf den Wegpunkten. So, noch fast 30 nautische Meilen und 11:01 Uhr kommen wir an, also es schiebt sich alles ein bisschen nach hinten. Und ja, im Moment liegt EDDS 162 Grad, also auf 162 Grad von uns, das heißt, glaube ich, in diese Richtung ungefähr. Und ja, wir sind jetzt gleich auf 12.000 Fuß. So, Altitude und Speed. Speed können wir ein bisschen rausnehmen, würde ich sagen. Machen wir mal 280 Knoten jetzt. Das mit den Flaps und so, das macht ja dann alles, macht der Co-Pilot ja dann alles für uns. So, der Pilot Non-Flying heißt es ja, PNF. Wir dürfen jetzt auf 4000 runter und dann kommen wahrscheinlich auch dann bald die Anweisung, dass sie auf den Landekurs sind. Nee. Sagte ich gerade schon wieder, es hängt sich auf. So, weil es hat gerade gehangen kurz. So, wir sinken auf 4000, dabei sind wir, haben jetzt auf 280 Knoten unsere Geschwindigkeit reduziert. Die ganze Zeit bleibt dieses Ding hier bei 200, der Schubregler, die beiden, so bei Eggeback-Anflug, da gehen wir jetzt hin, Eggeback-Anflug, da gehen wir jetzt hin und dann, ja,
So. Ja, die bleiben die ganze Zeit da und trotzdem regulieren die Geschwindigkeit. Das ist gar nicht so wie sonst beim Flugsimulator, wo die ganze Zeit diese Dinger hin und her sich bewegen. Sondern hier bleiben die auf einem, auf einer Position. So, wir gehen zu langen Anflug jetzt. Nach Eggebeck Anflug. Man sieht auch, hier sind noch ein paar Flugzeuge in der Umgebung. Die sind ein bisschen niedriger alle als wir. So, jetzt haben wir die 10.000 Feet, sind wir vorbeigeflogen. Die haben jetzt automatisch das ILS angemacht und das Licht hat er angeschaltet. Also ist wirklich super. Hier kriegt man durch diese, Piloten halt sozusagen, den Co-Pilot, kriegt man hier wirklich einiges an Arbeit abgenommen, weil die machen das halt wirklich alles für einen und dann, ja, ist es halt auch wirklich nach realem Flug, also so kann man sich jetzt, kann sich eigentlich jetzt keiner mehr beschweren, du machst das nicht real und so, da müsst du eigentlich Licht an- ausschalten, das machen die ja jetzt alles und das ist jetzt hier wirklich dann richtig real. So. Ich finde aber auch so ein Flugzeug als Add-on irgendwie besser als jetzt so ein Flughafen. So ein Flughafen ist natürlich auch ganz cool, aber da hat man halt leider nur diesen einen Flughafen und als Flugzeug kann man natürlich hier viel mehr nutzen sozusagen. So. Approach Checklist. Checked. So, jetzt muss der Table eingeklappt werden, weil wir jetzt im Landeanflug sind, ne? Wie es auch checked. Die Passagiere, die müssen ja jetzt auch ihre Tische hochklappen und sich wieder anschnallen. Beziehungsweise schon seit dem Descent, seit dem Sinkflug mussten die das ja schon machen. So, 11:01 ist immer noch unser, im Moment, unsere Ankunftszeit. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht auch nächstes Mal dann schon mal bei aktuellem Wetter, beziehungsweise Regenwetter oder so mal fliegen. Fly Heading Localizer. Ja, schön, aber wir sollen noch nicht von Localizer machen. Ach ne, wir sollen jetzt bis zum Localizer fliegen, heißt es nochmal. Oh fuck, wir sind viel zu schnell. Hat er uns jetzt automatisch runtergebremst oder so? Wir hätten mal die Geschwindigkeit weiter runter machen sollen, aber ich wusste jetzt nicht, dass die jetzt auf einmal die Flaps auf 1 machen und ihr seht jetzt hier auch schon den roten Strich, da rüber dürfen nicht mehr die Geschwindigkeit sein. Wir sollten vielleicht doch noch weiter runter gehen, 200 wäre vielleicht ganz gut. Damit die beim nächsten, wenn die Flaps noch eins weiter ausfahren, damit dann nichts passiert. So, die DS liegt links von uns, ich weiß gar nicht. Also das nächste müssen wir jetzt bis zum Localizer fliegen, damit dann die nächste Checklist gestartet wird. Das ist dann die Approach Checklist, ne, die Final. Okay, 23 in West, drehen Sie nach links. Wir machen jetzt mal Simulationsrad normal, so. Drehen Sie nach links 105. 4000 bis wir auf Landebahn. 7 Approach-Schalter noch aktivieren. Okay, jetzt sind wir bei der Final Checklist. Es klappt diesmal schon viel besser als mit den Checklisten, als es damals, als ich angeflogen bin, mit dem ersten Flug, aber das wird wahrscheinlich immer so sein, dass es mit jedem Flug dann besser wird. So, Stuttgart einstellen, Kontrollturm. So, das oben können wir schon mal wegblenden. Hier oben kann man auch ganz schön, ganz schnell nochmal durch die hier Fenster alle durchwechseln. So, wir sind jetzt. Können wir nochmal eins ranzoomen? Hier, das meine ich nicht. Okay, da vorne ist die DDS. Gut, nächstes die Final Checklist, sofern wir den. Also, wenn wir die Localizer gecaptured haben, das heißt dann, wenn wir den dann. Ja, empfangen haben, genau wenn das Flugzeug den erkannt hat. Wir haben jetzt hier Cat 3. Das ist die Art von dem, glaube ich, ist jetzt die Art von der Landungs-, von dem Localizer-Typ, von dem ILS-Typ. Single, keine Ahnung, was das heißt. Und wir sind jetzt hier auf 2350 Fuß, also schon unter 2500 Fuß. Und ja, 4000 Fuß über normalen Null noch. So. Ja, was haben wir denn? Fliegen Sie direkt einen Einflug. Der Flughafen liegt in diese Richtung da hinten. Wir haben noch einen Neigungswinkel ziemlich so leicht nach oben, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil die Flaps noch nicht auf 2 sind. Boah, das ist echt übel, wie gut die Qualität doch, wie die Grafik, wie die, ja.
die Grafik an dem Flugzeug ist doch echt richtig super. Also, es ist schon echt geil. Also im Vergleich zu so einem kostenlosen Mode ist das, merkt man da schon einen Unterschied. Und ja, schon die Arbeit, die halt in das Flugzeug reingesteckt worden ist. Aber jetzt nichts gegen kostenlose Modes, also die sind schon wirklich, dafür, dass sie kostenlos sind, schon echt super. Und auch natürlich die Flugzeuge, die hier standardmäßig im FSX sind, die sind natürlich auch schon ziemlich gut dafür, dass man es halt kostenlos kriegt. Das ist halt hier, ja, ist ja klar, es muss ja irgendwie kosten. Aber halt, ist halt nicht zu vergleichen mit so einem Add-on. So, wir sehen jetzt hier LOC, er hat den Localizer gecaptured sozusagen, also er hat ihn empfangen. Ihr seht auch hier, wir drehen jetzt nach links ein, 73 ist der Grad, den wir eingegeben haben. Ja, passt ja ungefähr. Ich glaube, dieses lila Ding da oben zeigt es an, beziehungsweise rosa. Ja, Localizer captured. Genau, wir drehen hier nach links ein. Jetzt kommt hier nämlich die Final Checklist als nächstes, also beziehungsweise die sind jetzt dabei. Ich hoffe, in der Geschwindigkeit, es gibt kein Problem mehr. Wir sind auf 2440 Fuß. Da vorne sehen wir die Landebahn. Oh, das passt. Funktioniert alles perfekt. Das ist auch super gewesen mit dem Sinkflug und so. Genau zum richtigen Zeitpunkt haben wir es gesagt. Wir haben immer perfekt mit der Höhe. Das hat alles perfekt geklappt. So. Wir machen mal Speedbrakes armed. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die das machen. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ja, Gleisslope alive, der lebt noch, genau, oder was es bedeuten soll. Jetzt Heading ist schon aus, wie ihr seht. Wir drosseln noch nicht die Geschwindigkeit. Wir sind jetzt gleich schon gerade zur Landebahn ausgerichtet. Super, 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 alles klappt perfekt. So. Wir sind noch ungefähr 10 nordische Meilen entfernt vom Flughafen. Was? Ich bin richtig glücklich. Funktioniert alles perfekt. Ja, nächstes Mal könnten wir eigentlich mal bei Regen fliegen, dann können wir mal die Scheibenwischer benutzen. Ich bin dann auch mal gespannt, wie das so ist mit den Regentropfen auf der Scheibe. So, jetzt hat er den Glideslope gecaptured. Dann nochmal der Localizer, jetzt hat er den Glideslope. Ihr seht ja auch, der Flieger hat jetzt die Neigung nicht mehr so extrem. Wir können jetzt die Geschwindigkeit noch weiter drosseln. 150 Knoten. Also ganze 50 Knoten langsamer. Noch keine anderen Flugzeuge hier in der Umgebung, zumindest das TCAS ist hier, beziehungsweise das ND zeigt keine anderen an und ich sehe auch jetzt hier keine. So, wir drosseln weiter, wir sind jetzt Flaps 2. Ja, wir sind dann hier. So, wir werden jetzt auch langsamer. Jetzt machen wir Autobrake, ist auf Medium. Set Flaps in Landing Configuration. Ja, wir müssen eigentlich noch weiter raus. Aber wir sind noch zu schnell wahrscheinlich dafür. Flaps 3. Okay, das macht er selber. So, naja. Ich hoffe, das passt mit der Geschwindigkeit. Aber das sollte eigentlich hinkommen. Flaps full. So, jetzt kommen sie voll raus. Okay, das passt voll. Passt komplett mit der Geschwindigkeit. Wir bleiben bei 150 Knoten. Das ist okay so. Ich glaube, das ist eine gute Endanfluggeschwindigkeit, 150 Knoten. Auto Brake. Down and three green. Ground spoilers. Checked and armed. Ground spoilers machen die also auch selber, das heißt, hätten wir nicht machen müssen. Checked. Okay, 800 feet sind wir jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es klappt. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Landung. Wir haben ja unsere Kollegen hier noch an Bord. Die dann uns noch helfen. Und auch noch, wir haben jetzt dieses Ansagensystem hier, was wir aktiviert haben mit der Höhe. 500, jetzt hört ihr, das ist sau cool. 500. Ja, ja. Da weiß man echt immer, wie hoch man ist. Wir haben auch perfekt. Okay. Und die Papi-Leuchten sind auch zwei, beziehungsweise eine auf jeden Fall schon auch rot. Also sind sogar zwei rot. Zwei weiß, kann ich es gar nicht ganz genau erkennen, aber es sieht nach drei weiß aus, aber das macht eigentlich nichts. So, er macht auch die Geschwindigkeit noch. above. So, wir schaukeln leicht auf. Landing. 100.
70, 60, 50, 40, 30, 20. Retard. Schub raus. Und aufsetzen. Umkehrschub. Ja, die Störklappen nicht draußen, glaube ich, oder? Uiuiuiuiui. Ah, doch, ist halt so draußen. So, okay. Master Warning, keine Ahnung wieso. Ich glaube, das war doch keine so gute Idee, dass wir noch auf 140 Knoten runter sind. Das Coole ist aber, dass sobald ich an den Joystick greife, beziehungsweise den Joystick eher bewege, und ja, wenn ich ihn nur berühre, ist wieder nichts, aber sobald ich an den Joystick greife, ja, werden hier, wird der Autopilot automatisch rausgehauen, also so deaktiviert. So, Umkehrschub deaktiviert. Dann sagt die hier noch, ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht aus welchem Grund, also wann man das oder wann sie das sagt, aber auf jeden Fall sagt sie noch, wie viel, also die Computerstimme sagt dann hier noch, wie viel Meter noch von der Landebahn am Ende da sind, bis zum Ende der Landebahn, und wir machen noch Handoff dann. An Bodenkontrolle, Parking Preset, und wir, ja, schauen uns nochmal das Ganze in der Sofortwiederholung an. Also ich war doch ziemlich zufrieden mit der Landung, ich hoffe ihr auch. So machen wir ruhig 120 Sekunden. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Ja, perfekte Neiglage. Ich glaube, das war am Ende nicht so gut, dass wir die Geschwindigkeit auf 140 Knoten verlangsamt haben. Das war nicht so eine gute Entscheidung, deswegen hat er auch Master Warning gehabt. Also ich glaube 150 war da schon okay, weil der ist dann irgendwie ziemlich auch, hat sich ziemlich aufgeschaukelt, komischerweise. Hat sich ziemlich arg hin und her geruckelt. Sieht man hier, naja. Der ist halt immer so leicht mit der Nase hoch, runter und so. Das war nicht so gut. Nicht, ja, wir sind aber auf jeden Fall nochmal in einem guten Bereich bei der Landebahn aufgekommen. Ja, wir haben. Ah, wir haben auch ziemlich stark hochgezogen. Scheiße, nein! Oh nee, doch nicht. Oh, ich dachte gerade schon, wir wären mit dem Heck hinten auf der Landebahn aufgekommen. So, dann hat er irgendwie die Ground Spoilers. Ground Spoilers? Heißt Ground Spoilers? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall die Spoilers hat er nicht ausgefahren. Jetzt aber, oder? Auf jeden Fall, vielleicht war das nicht so gut, dass wir die schon früher gearmt haben, aber die waren doch dann eigentlich gearmt. Das verstehe ich nämlich nicht, weil die Spoilers hat er nicht ausgefahren, das ist komisch. Naja, aber auf jeden Fall, die Landung hat ziemlich gut geklappt, auch mit dem Anflug und sowas. Und was ich mir jetzt aber nochmal angucken will, ist die nochmal eine Sofortwiederholung machen, aber nur 100 Sekunden aus einer anderen Perspektive. Und zwar ist das... Ah, hier gibt es so viele verschiedene Perspektiven. Diese hier. So. Da kommen wir runter. Wunderbar. Da haben wir echt einen, vielleicht haben wir doch einen Tick zu steil nach oben gezogen. Aber es kam noch perfekt. Naja, haben wir nicht. Nee, so sind wir ja aufgekommen. Und dann Umkehrschub raus. Et voilà. Perfekte Landung. Perfekte Landung. Ja. Wunderbar. So, wir rollen jetzt nochmal zum Gate. Und machen, versetzen die Maschine nochmal in den Cold and Dark Modus, aber von alle, von, also jetzt selber natürlich. So, den Approach halt. Und wir machen Stuttgart einstellen Boden zum Gate anfordern. Delta Alpha. Weiß ich gar nicht. Gate Golf 5. Rollweg Beta Sierra. Ne, Bravo Sierra, Foxtrot. Eine India Mike. Was auch immer N heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Also gleich komplett links eindrehen. Wir haben jetzt hier auch noch die anderen Checklisten, aber die... Im Moment ist ja noch bei der Final Checklist. Das war bei mir letztes Mal auch so. Das ist voll komisch. Ich verstehe das nicht. Weil wir sind ja eigentlich in Final, haben wir ja geflogen. Jetzt sind wir doch eigentlich bei der After Landing Checklist. Aber das hat letztes Mal bei mir auch nicht geklappt, dass er die dann aktiviert hat. Ich weiß nicht, was ich machen muss, damit der... So, zu langsam. Die Flaps müssen wir noch einfahren, stimmt. So, aber wieso der die After-Landing-Checklist jetzt nicht macht, das weiß ich nicht. Das
eigentlich mit den Spoilers? Weil irgendwie hat es nicht, klappt es gar nicht. Müssen wir mal. Die hat er noch aktiviert vielleicht. Warte mal, was hat er jetzt da? Jetzt hat er gerade was getan. Ach, jetzt sind die Spoilers armed. Flaps full, die haben wir doch schon eingefahren. Komisch. Jetzt fährt er sie aus. Keine Ahnung, was da eben war. Wieso er die nicht ausgefahren hat, das war komisch. On taxiway. On taxiway. Ja genau, wir sind on taxiway. Deswegen könnte er jetzt eigentlich auch die After Landing Checklist machen. Okay, now, pretty 14. PD 14. 14, now we'll finish up with this point, but drag back and forth, then I might call you landing ship. PD 14, proceed as requested. Delta 120, clear to take off. Das verstehe ich jetzt nicht, wieso er die nicht macht. Naja, schade. Immer ist noch das Final da grün. Aber wir haben es nur schon gelandet und alles. Naja, hier hat er auch noch dieses Landing in dem Ding hier drin. So, aber wir gehen jetzt, fahren jetzt mal zu Gate Golf 5. Und ja, schalten dann die Maschinen noch aus. Verstehe ich nicht ganz, was da jetzt das Problem ist, weil dann hätten wir noch die Parking Checklist mit Parking Brake Set und sowas. Aber gut. Hold Position, Partial of Traffic, ja, den Gepäckwagen da vorne. Weiteres Rollen bestätigen. Okay, wir können weiter Taxi machen. Weiter Taxiing auf Rollweg Foxtrot. Und dann links auf N. Ich weiß den Namen von N nicht irgendwie. So. Aber der lässt sich schon ganz gut hier über den Taxiway hier schon recht gut steuern, finde ich. Also lässt sich gut fahren. Besser als manche anderen Flieger hier. So, da geht's rechts da vorne. Und dann wieder links und dann stellen wir uns neben den A321, der davon steht oder was auch immer das ist. Ah ne, das ist eine, das ist ein Bombardier CRJ 700 wahrscheinlich. So, ziehen wir mal in die Nähe von dem. So, und noch einmal rechts einschwenken. Weil wir haben ja auch schon die After-Landing-Checklist gemacht, das ist ja das Komische. Ah ne, ich meine die Landing-Checklist. Wieso da noch die Final-Checklist aktiviert ist, das weiß ich nämlich nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, wir sind perfekt drauf. Ja. Halten. Hier gerade an, so, okay, einmal Parking Brake Set. Mal das Fenster auf, wieso jetzt hier Master Caution, Wheel Park Brake, ist keine Ahnung, egal. So, gut, dann machen wir jetzt Seatbelts off, Lights Turn off. So, gut, dann können wir als nächstes die Engine 2, Engine 2 shut down, Engine 1 shut down, dann gehen wir auf, hier oben machen wir External Power, das geht noch nicht, External Power. On, dann müssen wir aber noch jetzt den, ja, damit uns auch nicht hier der Strom jetzt am Flugzeug ausgeht, machen wir den External Power Generator, machen noch die Weird Shots wie Traffic Cons hin. Ja, so, jetzt müssen wir noch den External Power noch aktivieren. Wo ist sie denn? Tja. So, dann kommt auch der Wagen dahin, dann kommt er also dahin, das ist jetzt diese, ja, Stromversorgung von außen für das Flugzeug halt.
weil jetzt die Triebwerke halt nicht mehr laufen oder ja, wir wollen jetzt auch nicht die Batterien halt also sozusagen leer machen, nutzen wir halt die externe Power. Dann machen wir jetzt hier noch die Doors, machen wir Front Door Left und die machen mal die Back Cargo Door auf. So, dann holen wir mal die Brücke jetzt mit Shift, Steuerung J. Wir sind doch in Parkposition. Jetzt, oder? Haha. Okay, da waren wir doch noch ein Stück zu weit hinten. Das sieht man von oben halt immer leider etwas schlecht. Bei manchen Flughäfen, also wahrscheinlich wenn man sich Add-on oder sowas kauft, sind dann hier noch so Monitore, die einem zeigen, wie weit man noch weg ist von der Parkposition. Das ist halt hier leider nicht der Fall. So, die Back-Cargo-Door ist offen, aber trotzdem kommt das Zeug, kommen die Fahrzeuge nicht. Das heißt, wir machen doch die Front-Cargo-Door noch auf. Ja, dann kommen sie bei der Back-Cargo-Door, kommen sie komischerweise nicht. So, dann Option, das ist ja jetzt der alles hier mit zu tun, was wir machen wollen. Machen wir diese beiden Screens off. Die hier auch, so. Und dann würde ich sagen, ja. Schalten wir die External Power off. Battery off. Und ja, das war's dann auch schon. Jetzt ist er wieder im Cold and Dark Modus. Wir haben, ja, genau den Flieger wieder in Cold and Dark Modus versetzt. Jetzt wird er hier entladen. Und die Leute könnten dann eigentlich, ja, vom Flugzeug gehen, wenn dann halt hier das Gepäck dann entladen wird auch und die Brücke da ranfahren sollte. Und ja, die Wheelchocks sind gesetzt und auch die Hütchen außenrum, die Pylonen sind gestellt, damit keiner ins Flugzeug fährt. Und das war's auch schon von dem ersten Flug mit diesem, ja, neuen Add-on mit dem Airbus X Extender. Da jetzt fährt die Brücke auch näher ran, aber irgendwie noch doch jetzt langsam wird's. Und ja, ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Der war jetzt mal, ja, für einen Kurzstreckenflug doch, ja, recht lang jetzt, weil wir halt nicht so mit verschnellter Geschwindigkeit geflogen sind. Wir werden im nächsten Flug wieder mit einem von diesen Airbus X Extended Flugzeugen fliegen, und zwar mit dem A320 dann diesmal, dem kleineren, aber mit einer anderen Fluggesellschaft, und vielleicht diese Strecke von Frankfurt nach Zürich, beziehungsweise Innsbruck, oder ja, wir fliegen mal nicht innerhalb von Deutschland, sondern vielleicht mal innerhalb von China, Amerika, Australien oder so, müssen wir mal gucken, aber wir werden wahrscheinlich nicht innerhalb von Deutschland fliegen, wenn wir nicht diese EDDF Lovi-Strecke fliegen, müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, die nächsten paar Flüge, nächsten 2, 3, werden dann mal mit diesen Flugzeugen absolviert, damit wir da so ein bisschen reinkommen und dann mal gut mit denen fliegen können. Und dann werden wir vielleicht irgendwann dann auch mal, werde ich mir mal dieses System da genauer anschauen, diesen, wo das Flugzeug selber die Strecke fliegt, und dann werde ich euch das mal erklären. Dann werden wir auch mal mit diesem System da fliegen. Und dann, ja, war's das von diesem Flug. Ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Line Gamer 1. Ciao!